Ja, hallo, da ist der Toni vom Team Das Kellerbuch. In diesem Video aus der Reihe Das kleine Ernte-ABC möchte ich euch heute die beiden neuen Funktionen Monitor in Kombination mit der neuen Funktion Scannerdaten verarbeiten zeigen. Achtung, Halt, Stopp für die Herrschaften, die jetzt sagen, das brauche ich nicht, ich habe keine Scanner im Einsatz. Auch für die ist dieses Video bestens geeignet und soll euch helfen, eigentlich ein bisschen den Lesestress zu verringern und die daraus möglicherweise resultierenden Fehlereingaben zu reduzieren. Also noch einmal, das Video ist auch geeignet für Kunden, die keinen Scanner verwenden. Die Funktion Monitor finden wir in der Traubenannahme und hier unter der Gruppe Waage Monitor. Der Monitor stellt einfach einmal eine alternative Methode dar, um Trauben in die Presse, in einen Maischetank etc. zu geben. Möglicherweise kennt der eine oder die andere diese Tätigkeit im Zuge des Traubenberichts. Das heißt, ihr habt auf Auswertung geklickt, hier auf den Traubenbericht, dann habe ich hier meine gewünschten Trauben auswählen können, das bleibt auch nach wie vor so, und kann die hier in die Presse befüllen oder in den Maischetank oder zum Traubenverkauf geben. Wie gesagt, der Monitor bietet dagegen ein paar weitere Vorteile. Zunächst einmal, wie man hier erkennen kann, habe ich eine Übersicht aller meiner gelieferten Trauben. Als weiteres sehe ich dann da unten ein bisschen größer, plakativer, besser meine Pressen. Ich kann mir auch aussuchen, wie in welcher Reihenfolge ich meine Pressen sehen möchte. Wie funktioniert das? Dazu wechsle ich einfach ins Kellerbuch. Und im Kellerbuch gehe ich dann auf die Betriebsdaten und in das Behälterverzeichnis. Ich habe jetzt nämlich eine neue Presse, die P1, und auch diese möchte ich gerne sehen in der Traubenannahme und die soll mir als viertes angezeigt werden. Also so einfach kann man das hier einstellen. Sobald ich wieder wechsle in meinen Monitor, den neu aufrufe, sehe ich hier schon diese neue Presse. Ich kann natürlich auch auf eine sehr interaktive Art und Weise meine Trauben in die Presse geben. Das heißt, ich brauche hier nur anzuhackern, welche Trauben ich jetzt hier verarbeiten möchte und sage, ich schmeiße die zum Beispiel in die Wilmes. Dann sieht man schon, aha, da sind schon Trauben drinnen, ich sehe die Kilo. Und das ist vielleicht ein weiterer großer Vorteil. Das kann passieren, ich bekomme vor dem Mittagessen ein paar Boxen, schmeiße die sofort in die Presse rein, hier im Programm, bekomme dann nach der Mittagspause noch einmal drei Boxen und kann die auch jederzeit gerne hier nachpflegen, weil ich drauf komme, ja, diese eine Box gehört ebenfalls noch in die Presse und die wird dann sofort hier dazugerechnet. Zu guter Letzt, meines Erachtens der größte Vorteil ist jetzt der, dass diese befüllten Pressen mit der Funktion Scannerdaten verarbeiten, weiterverarbeitet werden können. Zur kurzen Erklärung. Wir haben eine Reihe von Kunden, welche entweder mit einem Handscanner oder auch mit so einem Long-Distance-Scanner vom Stapler aus die Trauben in die Presse einscannen. Hier natürlich der Vorteil, ich erspare mir das Abtippen. Ich nehme einfach meine Boxenzettel, kann die abscannen und habe dann die Traubenlieferung jeweils in der Presse. Das Befüllen der Presse mit Hilfe des Monitors verleiht jetzt der Presse denselben Status wie die gescannten Boxen. Das hat tatsächlich den Vorteil, dass ich die Presse bzw. den Inhalt nochmal, bevor es zur Presscharge wird, kontrollieren kann und gegebenenfalls ändern kann. Das möchte ich euch gleich in der Praxis zeigen. Also wir haben eben hier ein paar Boxen in eine Presse geschmissen. Ich sehe gerade, wie viele Kilo da drinnen sind. Ich könnte diese Presse auch schon schließen. Jetzt einmal reicht mir der Überblick meiner Presse. Ich wechsle jetzt in mein Kellerbuch und hier in den Artikelstamm. Im Artikelstamm finde ich jetzt hier rechts oben diese neue Funktion Scannerdaten verarbeiten. Und wie ihr bemerkt, ich habe natürlich auch selber jetzt keinen Scanner verwendet, sondern habe einfach nur die Pressen mit Hilfe von der Monitorfunktion befüllt. Der erste Vorteil mal, ich sehe sofort in der Pressliste, welche Presse ich gerade in Bearbeitung habe. Es können natürlich auch mehrere Pressen sein, wie viele Boxen da drinnen sind, welche Sorten und so weiter. Das ist ein bisschen detaillierter hier an der rechten Seite zu sehen. Jetzt kann ich mir diese Presse noch genauer oder detaillierter anschauen, indem ich irgendwo in dieser Zeile einen Doppelklick drauf ausführe. Hier diese neue Information zu den Behältern bietet einiges zum Anschauen. Und was sieht man dann alles so genau? Beginnen wir mal links oben da.
Da sehe ich den Behälter, da sehe ich die Behälterart, da sehe ich, wie viel Kilo insgesamt drinnen sind. Rechts daneben eine Prüfungsabteilung, wo ich schon da merke, bei Gelb, da hat es was, weil ich da frührote Veltliner oder besser gesagt gleich drei Sorten miteinander verpresst habe oder noch nicht, zumindest sehe ich das an der Stelle. Ich merke bei den Herkünften, da hätte es auch was, wenn es ein DRC werden sollte, dann hätte man schon ein Problem. Ich sehe auch, dass bei den Lagen es unterschiedliche Lagen gibt. Aber summa summarum, wenn das also ein Qualitätswein werden soll, der Niederösterreich sein soll, dann hätte eigentlich hier an dieser Stelle alles richtig gemacht. Was aber noch interessant ist an der Stelle, vielleicht habe ich in der Hektik übersehen, dass ich nicht alle Boxen in diese Presse reingeworfen habe, die drinnen sein sollen. Das zeigt mir das System hier auf der rechten Seite. Also ihr erkennt, da gibt es beispielsweise, jetzt machen wir es langsam und detailliert, hier diese Lieferung 15, die tatsächlich aus drei Boxen bestanden hat. Und ich sehe, eigentlich habe ich vergessen, die schwebt sozusagen frei noch im Raum. Und ich kann jetzt in diese Presse noch diese Box hinzufügen. Es kommt die Information, ob ich das wirklich möchte. Ja, weil ich es ja vergessen habe. Anderer Vorteil von diesen Scannerdaten ist der, dass ich eben merke, na, ich möchte wirklich nur grünen Veltliner haben und gehe ganz einfach her und lösche diese falsch eigentlich reingegebenen Boxen hier raus und sage, na, die kehren da weg. So, das hat natürlich gleich noch einen zweiten Effekt und das kann ich euch am besten zeigen, wenn ich gleich beide Fenster öffne, nämlich einmal meine Traubenannahme und das zweite Mal mein Kellerbuch. Man sieht hier schon, die Presskilogramm haben sich verändert. Ich habe nur mehr 3811 und jetzt möchte ich hier im Kellerbuchbereich, vielleicht blenden wir auch noch die Menüleisten aus, dann ist es noch ein bisschen übersichtlicher. Und ich möchte hier in diesem Bereich diesen GR rausnehmen. Das heißt, ich gebe den hier weg, der kommt wieder raus aus der Presse. Und auf der linken Seite hat sich komplett automatisch schon wieder in meinem Monitor, haben sich die Kilogramm verändert und natürlich ist diese Box wieder sozusagen frei auf meinem Hof, mit dem ich ihn dann wieder weiter verarbeiten kann. Wenn ich jetzt mit dem Inhalt meiner Presse soweit zufrieden bin, gibt es jetzt die Möglichkeit, diese Presse zu schließen. Das heißt, der Behälter ist voll. Ich werde es vielleicht wieder ein bisschen größer machen, dann sieht man auch hier die bessere Übersicht wieder. Achtung, kein Problem, solltet ihr jetzt drauf kommen, ihr habt doch noch was vergessen, mache ich die Presse halt wieder auf und kann sie dementsprechend mit einem Doppelklick bearbeiten. Wenn es wie in meinem Fall jetzt passt, wie gesagt, Behälter voll, einen Doppelklick auf diese Presse, weil nur dann erhaltet sie hier unten dieses OK. Also ich kann es noch einmal kontrollieren, ist alles eingescannt, sind keine offenen Boxen mehr irgendwo oder welche vergessen worden und zum Schluss kann ich dann auf die OK-Taste klicken und wandle diese Presse sozusagen jetzt in eine Presscharge um. Da gibt es jetzt auch eine neue Variante der Möglichkeit. Ich kann entweder sagen, ich gebe den Ausbeutesatz in Prozent ein, nämlich wie hier in meinem Fall 75%. Wobei diese Liter werden selten genauso rauskommen. Ich kann auch sagen, na, das waren nur rund 2500 Liter. Dann wird es, wie ihr seht, umgerechnet in die Ausbeute. Ich kann definieren Sorte, Herkunft, das wird natürlich schon übernommen aus diesem Bereich. Ich kann es klassifizieren, da gibt es ja auch ein eigenes Video schon dazu und von mir aus eine Bezeichnung setzen. So, der große Vorteil ist, jetzt kann ich auch gleich als nächstes meine Behandlungen im selben Zug einpflegen. Zum Beispiel habe ich hier eine Bentonit-Schönung gleich gemacht und habe vier von 4 Kilo zugegeben. So wie die Behandlungen auch im Kellerbuch funktionieren. Mehr möchte ich hier nicht aufzeichnen und das Programm führt mich auch gleich zum nächsten Schritt, der da heißt, möchte ich diese Presscharge gleich zu realen Behältern zuordnen. Jetzt habe ich bislang Stress, sage, na, das möchte ich jetzt nicht machen, klicke einfach hier auf Nein und schon ist diese Presse verarbeitet. Das heißt, im Artikelstamm habe ich hier jetzt automatisch eine neue Presscharge erhalten. Das ist diese hier. Nächster großer Vorteil von dieser neuen Methode ist, auch die Biomasse ist gleich automatisch ausgebucht worden. Was heißt das? Ich kann jetzt einmal auf diese Presse mit der Rückverfolgung draufklicken und sehe die altbekannte Rückverfolgung.
Und jetzt möchte ich von der Presse her in die Grafik Nachverfolgung gehen und sehe dann sehr schön, das war das Befüllen der Presse, das war die Erstellung der Presscharge, einer virtuellen Presscharge, die wir dann später noch jederzeit umziehen können, und automatisch ist auch schon die Biomasse ausgebucht. Also ich denke, man sieht diese neuen Funktionen, Monitor in Kombination mit Scannerdaten verarbeiten, sollte eigentlich schon die Sache ein Stück weit einfacher machen, die Hektik einfach von der ganzen Sache nehmen, weil ich ja jederzeit immer noch kontrollieren kann, ob eigentlich alle richtigen Trauben in den richtigen Pressen drinnen sind. Ich weiß, ein sehr komplexes Thema, deswegen ganz besonders diesmal bei Fragen zu dieser neuen Funktion, wie es jetzt genau geht, welche Spezialitäten es noch hier gibt, würde ich euch bitten, meldet sie einfach euch bei uns, und ansonsten vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.